Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Frisurenfreitag, aber ich werde euch nicht nur diese wunderbare Frisur zeigen, sondern auch dieses Make-up. Es ist quasi ein Get Ready With Me... Punkt, Punkt, Punkt. Also für ein Event, für den Abend, für eine Mädelsparty, was auch immer. Es ist einfach nur die Art und Weise, wie ich mich jetzt zurecht mache und so abends auch rausgehen würde. Falls ihr Bock drauf habt, dann bleibt auf jeden Fall dran und im Anschluss kommt wie immer das Tutorial. Also das Erste, was ich machen werde, ist meine Foundation mit dem Beauty Blender aufzutragen. Ich habe ihn vorher angefeuchtet und ich verwende von L'Oreal die Perfect Match Foundation in der Farbe N2 und trage das Ganze einfach auf meinem Gesicht auf. Für meine Augenringe benutze ich von Collection den Concealer und trage ihn einmal unter den Augen und unter den Augenbrauen auf. Und dann verwende ich ebenfalls nochmal den Beauty Blender, um das Ganze zu verblenden. Als Nächstes benutze ich einen Bronzer und ich habe hier einen Pinsel von Art Deco und meinen Benefit Hoola Bronzer. Und das Ganze trage ich dann einmal unter meinen Wangenknochen auf sozusagen und verteile das Ganze noch ein bisschen im Gesicht. Um nicht so sehr zu glänzen, verwende ich für meine T-Zone einmal ein transluzentes Puder und decke das Ganze dann einmal auf der Stirn und meiner Nase ab. Für meine Augenbrauen verwende ich von Catrice den Augenbrauenstift in der Farbe Date with Ashton. Ich bin der Meinung, das ist die 02, aber es kann sein, dass sich das mittlerweile geändert hat. Ich habe den schon länger. Als Abschluss verwende ich dann noch einmal von Art Deco den Mineral Baked Blusher in der Farbe 015, bin ich der Meinung, und verblende das Ganze mit dem Stippling Brush. Hier sind wir auch schon bei den Augen und ich verwende einmal von Zoeva die Palette, die Naturally Yours Palette, und tobe mich einmal quer aus. Ich nehme meistens für mein gesamtes Lid ein neutrales Beige und für meine Lidfalte, wie ihr das hier erkennen könnt, einfach ein intensiveres Braun. Das Ganze trage ich nicht nur oben in der Lidfalte, sondern auch auf meinem unteren Wimpernkranz auf, damit das einfach ein bisschen schlüssiger aussieht und besser zusammenpasst. Ganz wichtig bei dieser Technik ist es, die beiden Farben miteinander zu verblenden, damit man wirklich keine harten Kanten sieht. Um das Auge ein bisschen optisch zu öffnen, nehme ich aus der gleichen Palette noch einmal eine hellere Farbe und trage diese im inneren Augenwinkel und auch auf dem unteren Braunbogen auf. Dadurch wirkt das Auge einfach optisch größer und ihr seht sehr viel wacher aus. Als kleines i-Tüpfelchen verwende ich von Art Deco in der Farbe 38 noch einen Lidschatten. Das ist so ein goldiges Beige und das trage ich einfach in der Mitte auf. Und zum Schluss benutze ich noch einmal eine Mascara von Maybelline. Ich trage sie sowohl unten als auch oben in zwei Schichten auf. Das gibt mir einfach das Gefühl, dass meine Augen so ein bisschen größer aussehen und der ganze Look noch ein bisschen abgerundeter ist. Und ganz zum Schluss, nicht zu vergessen, werde ich noch einmal einen Lipgloss benutzen und das ist der NYX in der Farbe Beige. Und dann ist der Look auch fertig. Wie ihr seht, ist mit meinen Haaren noch nicht sehr viel los. Ich bin gerade aus der Dusche gekommen und das ist auch der perfekte Augenblick, um meine Extensions reinzumachen. Ich teile mir einfach meinen Kopf sozusagen in mehrere Schichten ab und klippe sie dann einfach rein. Zum Schluss werde ich dann einfach nochmal ein bisschen toupieren, um den ganzen Look einfach ein bisschen voluminöser aussehen zu lassen. Und dann geht es auch schon an die Flechtung. Wie ihr sehen könnt, verwende ich einmal die Fischgrätentechnik. Das heißt, ich habe zwei Hauptstränge und werde einmal von links und rechts die französische Variante mit einflechten. Das heißt, ich nehme immer kleine Strähnen von rechts und links dazu und packe sie zu meinem Hauptstrang. Wie ihr das hier nochmal sehen könnt, nehme ich also von rechts eine kleine Strähne und packe sie links zum Hauptstrang. Wenn ich sozusagen meine Seite komplett verflochten habe, dann höre ich auf, die französische Variante mit einfließen zu lassen und flechte einfach nur quasi von links und rechts die Hauptstränge ineinander. Das heißt, ihr könnt es hier genau sehen, dass ich einfach nur von rechts und links kleine Strähnen nehme und nicht mehr vom gesamten Haupthaar in die Strähnen kleine Strähnen mit reinnehme. Wenn ich damit fertig bin, fixiere ich das Ganze mit einem kleinen Haargummi und werde die gleiche Prozedur dann auf der anderen Seite wiederholen.
Wenn beide Strähnen fertig sind, dann lege ich sie einmal um meinen Hinterkopf rum und fixiere sie mit einer Haarspange, damit man sozusagen sicher geht, dass die Strähne nicht mehr nach oben oder unten verrutscht. Wenn ich das auf der einen Seite gemacht habe, nehme ich die zweite Strähne und werde versuchen, das Ende der ersten Strähne mit der zweiten Strähne zu verdecken, damit man nicht genau sieht, wo der Anfang und wo das Ende ist. Das heißt, ich versuche einfach sowohl das Haargummi als auch die Haarspange mit der zweiten Strähne zu verdecken und packe sie einfach unter die erste Strähne dazu. Hier seht ihr nochmal in einer Nahaufnahme, wie ich das mache. Ich nehme also das Schwänzchen der zweiten Strähne und packe es unter meine erste Strähne, damit man nicht genau sieht, wo jetzt das Ende und wo der Anfang ist. Dadurch sieht es einfach wie ein kompletter Kranz aus und nicht wie zwei einzelne Strähnen. Und hier seht ihr einmal das fertige Ergebnis. Ich finde, es ist ein unglaublich schöner Kranz, der sich einfach über euer gut toupiertes Haar legt. Und das Ganze sieht sowohl festlich als auch verspielt aus. Und ihr könnt es natürlich zu verschiedenen Anlässen tragen. Für den Abend und fühle mich richtig super. Zu meiner letzten Frisur mit Extensions. Klickt ihr einmal hier, dort probiere ich auch ein bisschen was aus. Und falls ihr etwas Festliches, aber dennoch sehr Einfaches sucht, dann klickt einmal hier unten. Dort mache ich mit meiner Schwester eine Frisur und ich finde, sie ist einfach unglaublich gut gelungen. Steht ihr super. Ich würde sagen, wir sehen uns dann zahlreich versammelt bei meinem nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.